ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und heute habe ich natürlich mal wieder ein Mystery für euch. Das wurde auch schon seit längerem mal von einigen Personen gewünscht. Und ich dachte mir, ich nehme das jetzt endlich mal in Angriff. Es ist ein Fall mal wieder aus Amerika zur Abwechslung. Und ich finde den Fall wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Es geht um eine sehr junge Schauspielerin, der dann eben etwas passiert ist. Und dieses Mädchen hat auch in der Serie In einem Land vor unserer Zeit mitgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Ich habe sie, glaube ich, mal mit 8 oder so geguckt. Ich denke aber mal, viele von euch kennen die Serie. Es geht nämlich um Judith, also sie wird irgendwie Judith ausgesprochen. Barcy, aber ich sage jetzt einfach mal Judith. Die ganze Geschichte beginnt bei ihrem Vater Joe oder auch, also er heißt eigentlich Joseph, aber er wurde eben auch oft einfach nur Joe genannt. Und dieser wurde am 26. November 1932 in Ungarn geboren als ein uneheliches Kind. Und er wurde eben von der Gesellschaft nicht richtig anerkannt. Er wurde viel gemobbt und ja, hatte eben einfach Probleme, sich so in die Gesellschaft einzufinden. Damals war das ja auch wirklich noch was ganz Schlimmes, wenn man als uneheliches Kind geboren wurde und man wurde sozusagen so ganz abstoßend angesehen. Heutzutage ist das ja eigentlich scheißegal, also auf jeden Fall bei uns zum Glück. Irgendwann heiratete er dann und bekam zwei Kinder namens Agi und Bana, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Irgendwann zog er dann 1964 nach New York. Ich kann euch nicht genau sagen, was da jetzt in Ungarn passiert ist, aber es gab dort wohl Krieg und Konflikte und deswegen ist er eben aus dem Land geflohen, zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern. Im weiteren Verlauf entwickelte er eine Alkoholabhängigkeit und eine Persönlichkeitsstörung. Das heißt, man merkt schon, seine Kindheit hat ihn schon ziemlich traumatisiert und ja, es geriet einfach alles so ein bisschen in die falsche Bahn. Er begann dann auch seinen Sohn zu missbrauchen und die Familie brach dann auch auseinander, die Ehe scheiterte und ja. Joe zog dann irgendwann nach Kalifornien und lernte dort Maria kennen, die ebenfalls eine Immigrantin aus Ungarn war. Und die beiden verliebten sich und brachten dann am 6. Juni 1978 Judith Barcy auf die Welt. Die Mutter war zuvor schon ein bisschen im Schauspielerbereich tätig und wollte deswegen auch, dass Judith auch unbedingt in dieses schauspielerische Feld so hineingelenkt wird. Das klappte dann erstaunlicherweise auch ganz gut, denn mit 5 Jahren wurde Judith dann sozusagen entdeckt und alle liebten sie wirklich. Sie hatte so eine witzige und süße Art und war einfach ein sehr, sehr, sehr fröhliches Kind. Sie drehte wirklich unzählige Werbespots, also wo sie eben mitwirkte. This is Mom and Dad down at the Dome of Duncan's 100% pure orange juice. They've been acting kind of funny. Und ja, das Ganze klappte. Irgendwann verdiente sie dann $100.000 ungefähr im Jahr. Und damit konnte sich die Familie auch in Los Angeles ein großes Haus leisten, ein wunderschönes Grundstück und ja, eigentlich von außen schien alles ganz gut zu laufen, aber in der Familie gab es einige Probleme, denn wie gesagt, der Vater entwickelte eine Alkoholabhängigkeit und ja, das war eben auch schon in Gange, dieser Prozess, bevor er überhaupt Maria kennengelernt hatte, bevor Judith auf die Welt kam. Und das Ganze verschlimmerte sich, denn anstatt sich über Judiths Karriere jetzt zu freuen, begann er einfach eifersüchtig zu werden, total paranoid zu werden. Er hatte dauernd Angst, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand ihn beobachtet. Einfach total verrückt wurde er mit der Zeit und er sagte wirklich viele, viele schlimme Dinge. Darauf werde ich auch nachher nochmal genauer eingehen. Und ja, also von innen war es keine schöne Familie. Maria hatte kein gutes Verhältnis mehr zu Joseph, also Joseph oder Joe. Und ja, irgendwann fing auch das Ganze an, so auf Judith abzufärben. Und von außen merkte man, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war in dieser Familie. Zum einen zum Beispiel fing Joe an, einen Zaun um das Haus zu bauen. Also er ließ einen Zaun bauen mit diesen fiesen Zacken oben drauf, also dass man da auch überhaupt nicht rauf kann. Er führte kaum Gespräche mit irgendwelchen Nachbarn, weil er wirklich so paranoid war.
Maria nahm davon zum Glück nichts mit. Sie blieb die Alte und war eine ganz normale Person, mit der man gut reden konnte, die eigentlich auch die ganze Situation durchblickte. Also sie war jetzt nicht irgendwie so naiv und meinte irgendwie immer, nein, ist alles in Ordnung bei uns zu Hause. Und also sie merkte schon selber, irgendwas ist bei unserer Familie nicht mehr so ganz, wie es laufen sollte. Also ein Glück. 1987 ging Maria dann auch das erste Mal zur Polizei und wollte ihren Mann anzeigen, eben wegen Körperverletzung, weil er sie, ja, er wurde einige Male handgreiflich, beleidigte sie wirklich aufs Übelste, aber die Polizei konnte an ihrem Körper keine Schäden feststellen, also halt keine Beweise dafür, dass sie wirklich missbraucht wurde und dass sie geschlagen wurde, und deswegen konnten die ihr leider erstmal nicht weiterhelfen, was ich irgendwie ziemlich schockierend finde. Aber man muss immer bedenken, als Außenstehender, jetzt so als Polizist, weiß man jetzt natürlich nicht, was da in der Familie vorgeht. Im Nachhinein ist es natürlich klar, dass man sagt, oh Gott, man hätte ihr helfen müssen, aber zu dem Zeitpunkt wusste jetzt ja noch niemand, dass das kommen würde, was bald noch kommen wird. Auch Judith blieb leider nicht vor seinen ganzen Hassattacken verschont, und der Vater begann wirklich Gegenstände nach ihr zu werfen, und ihr Agent, also von Judith, der Filmschauspielagent, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, Ruth Hansen, bemerkte das Ganze auch und redete auch manchmal mit ihr, fragte, was ist mit dir los? Und sie sprach wohl auch einige Male darüber, aber ja, wie gesagt, man konnte ja irgendwie auch nicht wirklich was machen. Man kann so ein Kind ja auch nicht einfach so aus der Familie ziehen. Und ja, das war eben ein riesengroßes Problem. Sie fing dann auch an, sich die Wimpern rauszureißen, und auch bei ihrer Katze zog sie die Barthaare raus, einfach so, um, ja, wahrscheinlich irgendwie, um so ein Ventil zu haben, um irgendwie mit der Situation umzugehen. Man muss bedenken, sie war 1986 8 Jahre alt. Und in diesem Alter sollte man einfach eine normale und glückliche Kindheit erleben, die sie garantiert nicht hatte. Also mit ihrem Schauspielkram war sie wirklich glücklich. Das war auch so wirklich ihr Ding. Sie konnte zwar auch nicht oft zur Schule gehen, aber es war schon ihre Welt. Also sie war glücklich. Es war nicht so, dass ihre Mutter sie jetzt so komplett gezwungen hat und sie das überhaupt nicht wollte. So war das nicht. Also die Mutter hat nichts falsch gemacht, würde ich so behaupten. Irgendwann kam es dann sogar so weit, dass sie bei einem Vorsprechen zusammenbrach. Sie weinte Tränen und man wusste überhaupt nicht, wie man jetzt mit ihr umgehen sollte. Sie war einfach komplett verzweifelt. Und daraufhin sagte ihr Agent, also ich meine jetzt kein Geheimagent, ich überlege auch die ganze Zeit, wie man das nennt, dieser Vermittler für Filme und sowas. Auf jeden Fall meinte er dann zu der Mutter, dass sie vielleicht mal mit ihrer Tochter, also mit Judith, zu einer Psychologin gehen sollte, um irgendwie mal, ja, um sie irgendwie wieder auf die normale Bahn zu leiten. Weil man ja merkte, irgendwie geht das so nicht weiter mit Judith und auch mit der Situation zu Hause nicht. Bei einem Psychologen stellte man dann auch an Judith wirklich schwere Missbräuche fest, sowohl als körperlich als auch geistig. Aber auch da konnte man wieder nicht viel machen. Man konnte das Kind ja auch nicht wegnehmen. Es blieb natürlich noch die Option, dass Maria mit Judith einfach auszog, sich scheiden ließ. Aber Maria hatte irgendwie nicht so wirklich die Kraft dazu. Sie mietete dann bald ein Apartment in Panorama City. Aber das nutzten die beiden auch eher so als Rückzugsort für den Tag. So, weil, wie gesagt, sie konnte sich nicht ganz von ihrem Zuhause und von ihrem Mann losreißen. Das ist bestimmt trotz allem wirklich ein schwerer Schritt. Also ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Ja, dass sie das einfach nicht konnte. Vor allen Dingen, ja, dass sie halt irgendwie schon noch an dem Ganzen hing, aber halt irgendwie auch weg wollte. Dann, als es wirklich total schlimm wurde, passierte folgende Situation. Judith lag abends in ihrem Bett und plötzlich kam ihr Vater wirklich mit einem Messer in das Zimmer, hielt es ihr an die Kehle und sagte, wenn ihr weggeht oder wenn ihr mich verlasst, dann bringe ich euch um. Also ich werde euch auf jeden Fall umbringen, wenn ihr nicht hier bleibt. Da ist so ein Punkt erreicht. Ich glaube, da wollte Maria auch wirklich nicht mehr da sein. Und dann kam es noch zu folgender Situation. Maria musste mit Judith mussten auf die Bahamas, weil es dort zu einem Dreh kam. Ich
weiß gerade nicht mehr genau, welcher Film. Auf jeden Fall sollte dort ein Film gedreht werden und auch dort meinte wieder Joe, wenn ihr nicht wieder nach Hause kommt, also wenn ihr von da aus irgendwie wegfahrt und euch denkt, ihr könnt euch woanders ein schönes Leben machen, dann vergisst es, weil dann werde ich euch auch umbringen. Also es kam immer wieder die Drohung, dass er ihm die Kehle durchschneiden will. Wie krank kann man eigentlich sein? Als der Dreh auf den Bahamas dann fertig war, fuhren die beiden nicht direkt nach Hause, sondern erstmal zu dem Bruder von Maria, also zu Judiths Onkel, nach New York und verbrachten da ein paar schöne Tage, wollten dann auch danach wieder zurück nach Hause fahren zu Joe. Dann jedoch kam wieder ein Anruf von Joe und dort sagte er wieder, wenn ihr nicht nach Hause kommt, dann werde ich euch die Kehle durchschneiden. Er sagte es einfach schon wieder. Er sagte es am Telefon zu seiner eigenen Tochter, die einfach damals 8 Jahre alt war. 8 Jahre alt. Es ist einfach so unfassbar, wie sich ein Mensch zu etwas so Krankem entwickeln kann. Diese kleine süße Torte hat ihm nie irgendetwas getan. Ja, sein Kind sollte man beschützen und achten und er droht ihr einfach ohne Grund, ihre Kehle durchzuschneiden. Einfach nur, weil er krank im Kopf ist. Im Nachhinein wurde auch berichtet von einem Freund von Joe, dass Joe wohl ein paar Mal eben mit diesem Freund gesprochen hat und zu ihm meinte auch, dass er seine Frau umbringen möchte. Und dieser Freund fragt dann, was passiert dann mit Judith? Und dann sagte er daraufhin, Judith möchte ich auch umbringen. Frag mich dann, warum ist dieser Freund nicht zur Polizei gegangen? Vielleicht hatte er auch Angst vor Joe oder dachte eben, das zieht er sowieso nicht durch. Aber ich frag mich, wie man sich sowas einfach anhören kann, ohne irgendwie komplett auszurasten. Wenn ein Familienvater davon redet, seine Frau und seine Tochter umzubringen, ich verstehe es nicht. Am 25. Juli 1988 wurde Judith dann noch einmal auf der Straße gesehen, wie sie mit ihrem Rad dort lang fuhr morgens. Aber das Komische war, am Nachmittag hatte sie eigentlich eine Verabredung für einen Vorsprechtermin und sie kam dort nicht hin. Ja. Daraufhin rief dann ihr Manager auch bei Joe an oder Joe rief bei dem Manager an. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall telefonierten der Manager und der Vater miteinander. Und Joe meinte, dass die beiden weggezogen sind, also nach San Diego. Und dass er jetzt auch bald wegziehen möchte. Und ja, das sollte sozusagen eine Verabschiedung sein und heißen, dass Judith wohl nicht mehr wiederkommt und auch keine weiteren Filmrollen mehr annehmen wird. Am 27. Juli 1988 ging dann eine Frau, also eine Nachbarin von der Familie in ihren Garten, um eben ein paar Blumen zu gießen und sah plötzlich, wie aus dem Haus Rauch aufstieg und es roch wohl auch sehr, sehr, sehr komisch. Und daraufhin rief sie die Polizei, die dann irgendwie versuchte, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen. Und man machte einen grausamen Fund. Man fand im Flur des Hauses die Mutter, also ja, Maria Barzi. Und sie hatte einen Schnitt in der Kehle und war auch schon halb verbrannt sozusagen. Man ging weiter durchs Haus, fand dann im Schlafzimmer von Judith die Leiche von Judith in dem Bett liegen, ebenfalls mit einem Schnitt durch die Kehle. Außerdem hatten beide einen Schuss in den Kopf bekommen und ja, wie gesagt, beide waren schon wirklich halb verbrannt und ich will mir gar nicht vorstellen, wie man die dort vorgefunden hat. Als man weiter durchs Haus ging und schließlich in die Garage kam, fand man dort den Vater, auch tot, auch mit einem Kopfschuss selbst erschossen. Und außerdem fand man auch Benzin und sowas eben, woran man feststellen konnte, dass der Vater danach wirklich alles in Brand gesteckt hat. Das Ganze spielte sich am 25. Juli 1988 ab, also dieser Mordfall, dass er seine Tochter und seine Frau erschossen hat. Und 2 Tage später, wie gesagt am 27. Juli 1988, erschoss er sich dann selber, nachdem er das Haus und die Leichen in Brand gesetzt hatte. Also Leute, nochmal ganz normal. Also er lebte dann noch 2 Tage weiter mit den Leichen im Haus von seiner Tochter und von seiner Frau. Die Tochter war jetzt mittlerweile 10 Jahre, also sie ist mit 10 Jahren dann auch verstorben. Und ja Leute, das ist einfach wieder so ein Fall, den man gar nicht in Worte fassen kann. So, ich habe euch die Geschichte jetzt erzählt,
Aber ich kann mir immer nicht so vorstellen in meinem Kopf, dass das wirklich passiert ist. Ich denke mir immer, es kann doch nicht sein, dass jemand das wirklich macht. Wisst ihr, was ich meine? So, wie kommt man denn auf sowas? So, wie kann man denn fast schon so dumm sein und dann wirklich, ja, da nichts gegen tun? Ich meine, er hätte sicherlich mit einer Therapie seine Persönlichkeitsstörung noch in den Griff kriegen können. Judith würde wahrscheinlich noch leben und alles wäre ganz normal. Und ach so, übrigens, Leute, was ich auch noch erwähnen kann, seine beiden anderen Kinder, die er ja zuvor mal bekommen hatte, davon ist das eine Kind, glaube ich, 2008 gestorben. Also ist auch schon tot, ist jetzt auch nicht so alt geworden. Und der Sohn von ihm aus der ersten Ehe hat sich 1995 umgebracht. Ich denke mal, wegen der ganzen Sache, dass er damit auch nicht ganz klar gekommen ist, was sein Vater da getan hat. Obwohl er jetzt nie engen Kontakt zu Judith hatte und auch nicht mehr so engen Kontakt zu seinem Vater und so weiter. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben der Grund ist, warum der Sohn von ihm sich umgebracht hat. Ja, also wieder eine sehr, sehr, sehr schlimme Geschichte. Wie gesagt, erinnert euch an den Film oder an die Serie In einem Land vor unserer Zeit. Da hat Judith nämlich den kleinen Ducky gesprochen. Und auf dem Grabstein von ihr ist auch so ein kleines Zitat, jep, 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 was Ducky wohl in dieser Rolle einmal gesagt hat. Also ich kenne jetzt nicht so jede Folge so genau, vielleicht kennt das irgendwann von euch. Auf jeden Fall ist das total traurig, wie das da so auf dem Grabstein steht und traurig einfach nur. Und ich würde sagen, ja, irgendjemand wollte ich jetzt noch grüßen, aber das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, mir aufzuschreiben. Ach so, ich glaube Anni Hoff oder so. Ich fand den Kommentar auf jeden Fall ganz witzig, den du dir so ausgedacht hast. Und natürlich auch mega lieb. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Nehmt da wieder was draus mit, dass ihr, ja, keine Ahnung was, dass ihr keine Hassgedanken habt, dass ihr, was weiß ich, auf jeden Fall nehmt da irgendwie nur das Gute mit raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video und bis dahin.